Und ja, zurück mit einem Anruf. Marcelin, guten Morgen. Rick, hallo. Schön heute, oder? Das Kiefertraining findet heute im... Also vorhin hast du mir was anderes gesagt. Ich habe vorhin aufgenommen und habe ich gemerkt, ich habe das Spiel ein bisschen verschoben. Ihr hättet meinen halben Bildschirm gesehen und das wäre nicht so toll gewesen. Nationalparkstadt. Gehst du hin, Marcelin? Ich weiß, ist noch nicht sicher. Bis später. Aber du hast mir vorhin gesagt, du gibst mir ein paar Bären. Das ist unfair. Ja, egal. Ja, das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal ins Pokémon Center gehen. Und unsere Pokémon heilen. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Ja, wir haben heute einen schönen Morgen. Das muss ich zugeben, es ist nicht so kalt aus irgendeinem Grund. Es ist wirklich angenehm. Und ja, diese Angenehmigkeit teste ich heute mit unserem 25. Part Pokémon. Und dieser 25. Part wird auch dementsprechend vielleicht 5. Oh, die Stadt heißt Oliviana. Ich habe das ein bisschen falsch genannt, okay. Matrose im Oliviana City Café nebenan ist sehr großzügig. Er hat meinem Pokémon Stärke beigebracht. Oh, es kann es Felsen bewegen. Oh. Und du? Da gibt es jemanden in der Anemonia City. Was ist Anemonie? Jenseits des... Achso. Ich habe gehört, wie er mit seinen seltenen Pokémon angegeben hat. Und dieses seltene Pokémon ist ein Potrott. Pokémon werden zutraulicher, wenn du Zeit mit ihnen verbringst. Okay. Also hier soll das Café sein. Und ich laufe mal wirklich daneben. Okay, ich sehe hier zwei Matrosen und einen Safari-Man. Safari-Man zuerst. Im Oliviana City Café gibt es nur delikate Seemannskost für Matrosen. Auf dem Speiseplan. Ja. Ahoi, mein Junge. Ha! Deine Pokémon sind ja zum Fliegen gewichtet. Was? Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Ja. Ich gehe heute Nachmittag ins Kino. Und mit wem, meiner Freundin, ganz klar. Der Einzige, auf den du dich auf hoher See verlassen kannst, bist du selbst. Und ich bin so stolz auf mich selbst, ja. So stolz und lag. Immer wenn ich in diese Stadt komme, gehe ich ins Oliviana City Café. Jedes Gericht auf der Karte stärkt mich. Ich kann nicht aufhören zu essen. Boah, du. Das sagen die Leute auf Skype auch über mich, ey. Okay, was mir damals aufgefallen ist in dem Spiel, schaut euch das mal an. Hier ist die Kante, ganz zu sehen, und hier ist die Kante nicht. Hier ist nirgendwo die Sitze. Was bist du? Warst du schon am Duellturm? Hä? Ich denke, dass sich bereits viele starke Trainer dort versammeln. Da du so viele Orden besitzt, wirst du dich dort wacker schlagen. Duellturm? Du kannst es zwar nicht von hier aus sehen, aber eine Monia City liegt jenseits des Meeres und ich werde da irgendwann drüber surfen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Das ist ein hohes Gebäude. Also, was ist das? Hä? Ich reise mit dem Schiff nach Oliviana, um die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre zu genießen. Da es in einer Hafenstadt ist, unterscheidet sie sich von anderen großen Städten. Ja, das stimmt auch wieder. Aber das ist mir jetzt neu. Also das ist mir jetzt wirklich hier neu. Wer bist du? Gehst du zum Duellturm? Das ist ein Geheimnis, aber du erhältst spezielle Preise. Wow, wenn du oft gewinnst. Okay, jetzt, das kenne ich nämlich noch nicht. Die Level der Pokémon, die ich einsetzen möchte, sind unterschiedlich. Ich muss sie jetzt trainieren. Was soll das hier sein? In Silber ist das, glaube ich, nicht gewesen. Also in Silber war das hier nicht, das weiß ich. Und ich habe es so oft durchgespielt, ihr könnt mir nicht sagen, ich war blind und habe das immer wieder übersehen. Ja, bleib doch mal stehen, du Grünhaarige. Du darfst nur 3 Pokémon einsetzen. Es fällt einem nicht leicht, 3 Pokémon für den Kampf auszuwählen. Ja, glaube ich dir gerne. Und du? Ich drücke mich vor der Arbeit.
Ich kann nicht zurück, bis ich... Ich muss alles gewinnen. Es ist ein Zwang. Ah, wie eine Droge. Und du? Wow, der Duell-Turm ist riesig. Es muss dort viele Pokémon geben. Ich geh mal rein. Ich probiere, wie weit ich nur mit Käfer-Pokémon komme. Hoffentlich treffe ich nicht auf Feuer-Pokémon oder Flug-Pokémon. Oder Gesteins-Pokémon. Es gibt viele Käferräume, Kampfräume. Oh, ich werde in allen gewinnen. Ja, schnell verbessert. Und du? Im Handumdrehen besiegt von ersten Gegner. Wie erbärmlich. Ist das auch jemand? Oder ist das? Ja, das ist jemand. Sieht aus wie ein Tisch. Ah ja, es sieht aus wie ein Tisch. Es ist eine zermürbende Aufgabe, ohne Items kämpfen zu müssen. Gibst du deinen Pokémon Items, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das gucken wir uns später mal an. Und das Ganze in Ruhe. Ja, würde ich mich so sagen. Aber wenn wir uns das hier allein geguckt haben, uns immer noch wundern, warum das so aufgebaut ist hier. Können wir den alten Mann hier ansprechen oder den Matrosen? Die See ist schön, Sonnenuntergänge über dem Meer sind wundervoll. Sing mit mir, joho, Seebären sind so cool. Niemals. Hafen von Oliviana City, Schnellboot Pierre. Pierre, meine ich. Treppe runter. Und langer Weg. Warum auch immer. Treppe hoch. Und du? Wir wollen nicht, dass du ins Wasser fällst. Darum lassen wir dich, ey, nicht herein. Und du? Hier kannst du Muschas leicht fangen. An anderen Orten sind sie Schnelltner. Oh. Wie viele Angeln hast du? Mit verschiedenen Angeln fängst du verschiedene Pokémon. Ja. Okay. So, nachdem wir jetzt uns ein bisschen in der Stadt umgesehen haben, okay, noch nicht ganz. Der Markt, ja, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt rein. Ah, hier ist noch ein Haus, oh. Und du? Oliviana City liegt am Meer. Daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ja, und der will mir eine Angel schicken. Fische hier seit 30 Jahren. So alt siehst du noch gar nicht aus. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja, ich will. Ah, und da haben wir einen neuen Angler. Okay, die Profi-Angel findet Fische, Fische findet man nicht nur im Meer, sind überall, wo es Wasser gibt. Oh, ein Kappadors. So, die Arena ist ja noch besetzt, weil Jasmin noch nicht da ist. Und dich haben wir... Oh, da oben ist noch ein Haus. Dich haben wir nicht gefragt. Dann gehen wir hier runter und gehen rechts. Und bevor nochmal runter und nochmal rechts und nach oben. Am schönen Wasser vorbei. Und sind sogar zwei Häuser. Hi, ich suche ein Pokémon. Wenn du ein Krabi hast, tauschst du es gegen mein Voltoball. Oh, nein. Du hast keins? Nein, ich will kein Voltoball. Das ist wirklich enttäuschend. Du bist enttäuschend. Und du, kleines Mädchen? Weil ich ungezogen bin, macht mir Papa mit gruseligen Geschichten Angst. Boah, hast du eine gute Art, deine Tochter zu erzählen. Auf dem Weg nach Onimonia City siehst du vier verlassene Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung auf diese Inseln geschickt. Boah, ey, was ist das für eine Bestrafung, ey? Der labert Kacke. Okay, und du, Seemann? Nachts sind dunkle Straßen gefährlich. Auch das Meer wirkt viel bedrohlicher in der Nacht. Pechschwarzen Finsternis. Okay, passt. Ohne das Licht des Leuchtturms können keine Schiffe das Meer bereisen. Ja. Und vielleicht fahren sie ja gegen da unten, wenn ihr es seht, diese Quersteine, da fahren sie dagegen und hören sich einen Kieferriss oder so. Okay. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer von Oliviana City erhellt. Ich mag den Namen der Stadt nicht.
Der Leuchtturm wurde errichtet, um dieser Pokémon zu ehren. Hä? Ach, du möchtest nicht kämpfen? Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Ja, mein Junge. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Hast du eine Ahnung? Jetzt müsste eigentlich der erste Gegner ein Gentleman Noctu sein. Ein Gentleman ist es, das weiß ich. Hm, dies ist kein Ort für Spielchen. Trink lieber deinen Tee. Mensch. Ja, Gentleman Hubert mit seinem Noctu. Hubert schickt Noctu. Ja, hab ich doch gesagt. Oh, das Noctu sieht ja mal geil aus. Okay, Kampf, Hornattacke. Und ja, es geht. Heuler. Natürlich, mit dem Flügelschlag wären wir jetzt arm dran und ja, das wollen wir ja nicht eigentlich. Aber das mit dem Duellturm, das muss mir mal jemand erklären. Das kenne ich wirklich nicht. Das auf, ich weiß nur bei, damals bei Silber, was ich gespielt habe, da war das nicht. Das weiß ich. Schnabel. Ja, du bist keine Gefahr für uns, für unser mächtiges Nidorino. Und ich hoffe, ich finde einen Mondstein, weil Nidoking kann surfen. Naja, es sei denn, Nidorino kann auch surfen. 23. Hubert wurde besiegt und er gibt mir 2240. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Und wie viel gibt er mir wirklich? 1440. Ja, knapp dran, 800 nur verfehlt. Ein Teil nach Hause. Ja. Das war mir klar. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Ich kann keinen seefahrerischen Akzent irgendwie. Das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe irgendwie so. Tut ne gut, mein Junge. Matrose Nepomuk. Nepomuk schickt Quapsel in den Kampf. Oh, wie süß. Los, Nidorino. Kampf und eine gefährliche Hornattacke. In your face. Oh, verdammt. Aquaknarre, nein! Ich hab doch seit 3 Monaten nicht geduscht, lass es sein. Hallo. Ja, vielleicht ist deswegen Aquaknarre gegen Stein so gut. Also, oder gegen Boden. Weil halt, ja, der Gedanke kam mir gerade. Nein. Schick Quapputzkampf. Könnte ja gut sein. Oh, meine Taste muckt gerade ein bisschen. Aquaknarre. Hornattacke. Bats! In your face und oh, immer noch nicht besiegt. Aquaknarre in my face. Ich werde sauber. Taste, hör auf Faxen zu machen. Okay, Nidorino hat 504 und ich hoffe, die Taste macht jetzt mal, was ich will. Nepomuk wurde besiegt. Uff, ich habe verloren. 27 und nach Hause, hey. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen? Gaffen? Was ist Gaffen? Egal. Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Es ist besser, du würdest nicht gegen mich kämpfen. Es ist besser für dich auf jeden Fall. 5. Eugen. Mein Arbeitskollege schickt Taubsling in den Kampf. Okay. Willst du mir jetzt sagen, ich soll... 5-mal... Oh, Ruckzuckieb. Oh, 6 KP. Und? Oh nein, besiegt er nicht mal ganz. Ruckzuckieb.
Hornattacke. Get in your face. Na egal, es macht mich nur stärker. Und jetzt kommt, setzt Tops in den Kampf. Ja, nein. Und ich habe wieder vergessen, die Supertränke mitzunehmen, ich Vogel. Woher erinnere ich mich auch nicht daran, dass ich die mitnehmen soll? Ja, in your face, ey. Imba-Kill. Und, oh, Level 24, jetzt werde ich noch stärker. Und Taubsi, ja. Du hast dein Leben lang damit verbracht, Taubsis zu fangen. Und, ja, hast nichts gelernt dabei. Und, ja, was soll ich sagen? Oh, fuck. Och, Menno, komm. Ja, klar. Zwei Volltreffer, ich ficke dich, ey. Gucken, ob ich Blutzug ein bisschen trainieren kann. Ja, klar kann Zwinstoß. Und klar geht meine Attacke daneben. Ja, okay, es ist wieder sozusagen G-Rock-Time, lang nicht gekämpft. Was, G-Rock? Ich weiß, du willst ein bisschen enttäuscht sein, aber ja, die Rache ist dein. Yeah! Steinwurf. Verpiss, ey. Geschieht dir recht. Ja. Nicht sehr viel. Ich muss Lust noch ein bisschen trainieren. Ich will einen Omat haben. Und noch einen Taubsi. Nein. Und Taste! Mach, was ich will. Mensch. Oh, das regt mich gerade ein bisschen auf. Weil sie reagiert verspätet. Das ist das die Scheiße gerade. Oh, hör auf, verspätet zu reagieren. Setzt Taubsi ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Gedrückt? Nein. Ja, du reagierst also. Und besiegt. Ja, okay. Meine eine Taste reagiert schneller und die andere weniger schnell. Das ist scheiße irgendwie. Aber ich möchte dafür jetzt diesen Part nicht unterbrechen unbedingt und gewöhne mich ein bisschen an. Du sorgst dich wirklich. Worum? 360 Unterteil nach Hause. Ich habe keinen Bock, den Turm jetzt schon zu beenden. Ich will lieber hier noch ein bisschen. Ja, ausweichen unmöglich. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Oh Mann, ey, nimm deinen Krückstock und hau ab nach Hause. Das wäre sicherer für dich. Gentleman Felix möchte kämpfen und setzt ein Quapuzzi ein. Oder Fukano. Ja, Fukano, ja. Und, ja, das beste Pokémon, was ich am Anfang haben kann. Klar doch, warum nicht? Boah. Wasserblick oder Laserblick oder keine Ahnung. Laser! Mach den Laser an. Oh, Intensität 5, ey. Verarsch mich nicht, Game. Ja, okay. Wenigstens ist tot. Okay, Lobos 172, Gerock 172 und damit wäre Felix in... Oh, noch ein Fukano. Nein. Okay. Intensität 7 und du hast keine Chance, das zu überleben. Und gerade werde ich ein bisschen heiser, auch meine Stimme. Aber ich will jetzt auch nicht husten, weil das hört sich an Scheiße an. Jetzt bist du aber besiegt. Ja. Das ist auch gut so. Aber ich muss hier trainieren, habe ich gerade nicht gelesen. 2296, weil die Tasten ein bisschen schwind bei mir.
Oh nein! Jasmin ist die Arenaleiterin in dieser Stadt. Ach nee. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Hm. Gero Ramona möchte kämpfen und setzt ihr wildes Meryl. Oh. Da hast du ein falsches Pokémon getroffen, wenn du gegen mich kämpfst. Ich möchte eh mal einen Trainer finden, hier mitten in der Öffentlichkeit, der sich nicht nur auf eine Sache spezifiziert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Einen Moment mal kurz. Sorry. Wenn das jetzt ein bisschen laut wurde. War nicht extra, oh. Mir hat der Hals gekratzt und, ja. Was weg muss, muss weg. Haben besiegt, yeah. Die Attacke ist sehr effektiv. Marell wurde besiegt. Und Level up, endlich mal. So, okay. Und Ramona wurde besiegt. Ja, stellst du dich im Weg? Meine Pokémon. 504. Hi. Ein Teil nach Hause. Hier war doch irgendwie. Okay. Und der andere kämpft nämlich. Aber wir wollen ja keinen Kämpfer aus dem Weg gehen. Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Hm. Wie bin ich? Ich bin nett und werde PP in den Hintern treten. Und ich schon ganze 21 Minuten auf, ey. Ich gesagt 21, ich meine 22. Aber das macht ja nichts. Heute ist 25 Part Special und ja. Da sollten wir es mal genießen, ein bisschen länger Pokémon laufen zu lassen. Warum auch nicht? Ich kann's ja. Ich habe ja die Zeit dafür jetzt gerade. Okay, du bist auch nett und stark. Ein Teil nach Hause. Boah, gekonnt ausgewichen. Super Schutz. Brauche ich zwar nicht, aber egal. Ja, komm her. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Wie wäre es mit mir? Ja, okay, komm. Ich bin heute in Kämpferlaune. Cornelius. Cornel. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Macholo, oh. Hä? Ja, was war das jetzt? Ich weiß es nicht, sie wollte gerade nicht reagieren. Woran es liegt, weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Ich sehe nur, dass eventuell meine Tastatur nicht richtig angeschlossen ist. Weil ich vorhin geguckt habe, ob mein Headset angeschlossen ist überhaupt. Könnte es sein, dass ich ein bisschen rausgerissen habe. Aber ich hoffe, das Kabel löst sich nicht ganz, weil dann... Ja. Ist der Part jetzt für den Arsch. Und noch einmal Hollow. Hey! Ja. Noch ein Macholo immer gerne. Und dieses Macholo wird es ohne Umleitung das Weg in sein Grab finden. Hopp. Oh, Fußkick. Er zieht ja nur 9 KP ab und daher ist das ja nicht so schlimm. Was? Macholo liegt und wieder 339 EP. Und noch ein Macholo, ja. Ne, Quapuzzi auch. Och nein. Blamage. Quapuzzi in den Kampf. Faust. Und, ich krieg dich, aber mein Rasierblatt ist schneller. Durch dein Gesicht und zurück in deinen Pokéball. Yeah. Und... 5x4, reicht das? Ja, es reicht zum Level Up. Und schon Level 27. Das ist gut. Vielleicht werde ich unbesiegbar. Wow, du hast mich überwältigt. 720 und ein Teil nach Hause. Ja, ich hab dich überwältigt. Hä, bin ich schon da?
Gab's da nicht noch mehr Trainer? Einmal runter. Ja, ich wusste doch, hier sind noch ein paar mehr Trainer. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in Bestform und ja, werden ganz schnell wieder zurück in den Pokémon fliegen, weil sie nichts gegen mich anrichten können. Benno möchte kämpfen. Okay. Benno. Habitak. Oh. Ich meine, Habitak habe ich schon gesehen, aber. Hm. Habe ich das? Ich weiß es gar nicht. Georock, Tausch. So, Georock. Ab in den Kampf. Schnabel. Attacke ist sehr effektiv. Kampf. Steinwurf. Und besiegt. Und weg mit dir. Attacke ist sehr effektiv. Ja, mit dem Kampf wurde besiegt und ja, 111 EP. Das ist zwar jetzt nicht sehr ja, kräftig, aber nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Und Habitak wieder. Kleines, süßes Habitak, was mir mit dem Fuß immer zuwinkt. Steinwurf. Und weg mit dir. Husch, husch. Habitak in den Wald zurück. Habitak wurde besiegt. Weißt du, mir wurde letztens die Frage gestellt. Habitak, oh. Mir wurde letztens die Frage gestellt. Ein Pokémon wird besiegt, aber es wird nicht getötet, wortwörtlich. Es wird nie getötet. Hm, ja. Oh, Habitak. Du siehst aber mal mächtig aus. Aber nicht so mächtig. Du siehst nur so mächtig aus, dass mein Steinwurf, der dich mal erstmal verschont, aber das zweite Mal trifft, dass er dich, ja. Oh, 1 KP. Alter, 2 Treffer. Georg, Steinwurf. So. Ich hab dich mehrmals angreifen lassen. Du hast die Chance nicht genutzt und daher weg. So. 693 KP. EP. Benno wurde besiegt und ja. Ups, sie sind abgestürzt. Ja. Aber dein Habitak fand ich toll. Ich meine, ich brauche auch noch ein Flug-Pokémon. Eigentlich. Was ist denn für eine Oh, eine TM. Gut so. TM ist immer gut. Und gegen dich habe ich schon gekämpft? Nein, habe ich nicht. Jasmin muss Krankvorsorge um das Pokémon hier sein. Man sieht sie momentan nicht einmal. Oh, ich kann nicht mehr so viele Kämpfe kommen. Hoffentlich nicht, weil der Part muss auch irgendwann enden. Hey, Jan möchte kämpfen. Und schickt Krabby in den Kampf. Und Krabby, Krabby. Krabby. Rasierblatt. Los, töte es. Bitte. Sehr viel knapp. Ganze 29 Minuten schon mal aufnehmen. Krabby wurde besiegt. Ich erhält 442 EP und ruft das nächste Pokémon in den Kampf, ohne zu labern, Mann. Ja, Krabby, ich weiß, ich will nicht wechseln. Ich will Rasierblatt durch Face, ey. Oh. Ich könnte Speed-Taste benutzen, aber ich mach's nicht. Denn, ja, wir wollen ja alles sehen. Ferdinand wurde besiegt. Gut so. Und ja, momentan nichts auszulachen. Ja. Alter, nach Hause. Ja, ey. Ich glaube, wir haben es geschafft. Komm mal rüber auf die andere Seite. Hat das noch ein Pokéball? Ja, und hier sind wir schon bei Jasmin. Frau Jasmin, neben Ambassador. Ampharos meine ich. Neben Ampharos. Und ja, es war ein langer Part. Es war ein schöner Part, ein ruhiger Part. Wir haben den Leuchtturm erobert und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Kristall Edition bei Masolin. Ich hoffe, euer Wochenende wird noch schön. Und ich verabschiede mich erstmal von hier aus. Euer Masolin. Ciao.